Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 3. So, hier sind ein paar rosa Katzen fertig. So, wir gucken mal, wie wir jetzt hier weitermachen. Oh, ihr seid schon wieder müde. Bist schon wieder müde, Frieda. Ja, eine süße kleine Henne zu sein, ist auch anstrengend, stimmt? Ich sammle erstmal alles. Nicht, dass Frieda auf die Idee kommt, hier Sachen zu ernten. Das möchten wir möglichst vermeiden. Oh Gott, mein ganzes Inventar einfach. So, einmal hier rüber pfeffern. Das auch einmal. Habe ich irgendwas, was ich ergeben kann? Wait for it. Soll ich einen Liebestrank geben? Oder hier, geheimnisvoller Trank. Das klingt doch gut. Und? Ja, hat was gebracht, ne? Das sehe ich doch. Sonst, und dir geht's gut. Du bist auch müde. Und du auch, okay. So, aber jetzt ist aber hier genug, ne? Aber treibt man nicht hier. So. Da. Jetzt habe ich wieder 10 Millionen Tausende von denen. Am Ende brauche ich die eh noch für Kuchen. Braucht man die für noch irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung, lol. Oh Gott. Ich schmeiß erstmal alles hier irgendwie raus, dass hier niemand anderes mal irgendwie irgendwelche Ernten hier blumen kann. Genau, Blumen ernten kann. So. Gucken wir erstmal an die Tafel, was es Neues gibt. Wir haben ja noch unheimlich viele Events abzuarbeiten, bevor es hier mal weitergeht. Ich weiß übrigens auch gerade gar nicht, wie es überhaupt weitergeht. Also. Wir haben jetzt hier einem Girl unsere wahre Identität offenbart und müssen wir jetzt irgendwie mit jemandem reden oder irgendwie einen Schritt weiter gehen? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist momentan eigentlich eh noch nicht relevant, weil wir eh noch andere Dinge tun. Warte mal, anlegen. Jetzt kannst du mal gleich pflanzen. So. Damit die Kleinen was zu essen haben, so. Alright. Seht ihr, wie krass ich hier gerade levele? Es ist unfassbar. Oh ne, die wollte ich eigentlich verkaufen. Wait for it. Sind jetzt hier dabei? Nee. Hier einmal. Und hier. Weg damit. So, da ist der Tag schon wieder fast rum. Na, okay, ist erst um 9. Das ist schon ganz schön zeitaufwendig. Das ist alles immer zu ernten. Ich meine, theoretisch können die Monster das ja auch ernten, aber die verkaufen das, glaube ich, dann direkt. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte die Sachen ja behalten. Stimmt's hier? Oh ja, yeah, die sind auch fertig. So. Ah, daneben. So, jetzt aber. Gut, dann sind wir jetzt hier schon mal soweit fertig. Das habt ihr alle super gemacht. Ich gebe wieder hoch. Jetzt versuche ich mal so viel wie möglich einzusortieren. Und zwar in den Kühlschrank. Das kann ja wieder heiter werden. Ich habe den, glaube ich, auch ein bisschen ausgeräumt. Aber jetzt unendlich viel Platz werde ich jetzt trotzdem dadurch nicht haben. Anyway. So. Was gibt's denn jetzt hier? Sheriff möchte zum Blumenfeld. Ein kleiner Wolli kommt in letzter Zeit bei mir vorbei. Ein andermal. Sophia ist alles egal. Du müsstest mir etwas bringen. Es gibt keinen besonderen Grund für diese Anfrage. Also steht es jeden. Okay, Sophia ist in Ordnung. Wir gucken mal, was sie auf jeden Fall nicht möchte. Und warum vielleicht? Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Wahrscheinlich ist sie zu Hause. Na ihr? Hallo, ziemlich bewölkt, ne? Oh, weißt du, was gerade in Saison ist? Liebes Schnapper, guter Fisch, gutes Essen. Eine glückliche kleine Schwester, was will man mehr? Ach du. Grüß dich, Jumi. Bist du wegen mir so weit hergekommen? Als Kind habe ich einmal draußen mit allem Verstecken gespielt. Es hat in Ström gegossen, ich war mit Schlamm bedeckt und bin auf einen großen Baum geklettert, um mich zu verstecken. Hattest du keine Angst? Ich bin auf einem Ast gesessen und habe so geheult, weil ich nicht mehr runterkam. Meine Mutter musste mich retten. Und danach durfte ich mir etwas anhören. That's cute. I guess. Hattet ihr sowas auch mal? Ich hab mich mal in einem Klettergerüst in der Grundschule mal irgendwie festgehangen. Da... erzähl ich dann. Gute Nacht, Yume. Hallo. Aha, Yume. Ach, mit dir hatte ich nicht gerechnet. Können wir gleich zur Sache kommen? Du musst mir Unkraut bringen. Die Sorte, die nur an bestimmten Orten wächst. Was? Aber Unkraut gibt's doch überall. Ach, ich habe es überhaupt nicht eilig. Behalte ich, ja? Okay. Heute verwirrt sie mich mehr als sonst. Okay. Na, anyway, wir hatten halt eben einen extrem großen Hof in der Grundschule mit mehreren kleinen Spielplätzen und Klettergerüsten und so. Und bei dem einen war oben so ein... aus Seilen so ein Netz gespannt. Also so ein ganz grobes Netz. So oben drüber. Und ich habe mich halt eben beim Hintern dann so reingesetzt. Dass ich halt so mit meinem Arsch dann so in dem in so einem Netzloch drinne war. Und ich kam halt nicht mehr raus. Ich konnte mich selbst nicht mehr raus befreien. Weil meine Arme und Beine oben rausgeguckt und ich konnte mich dann nicht mehr raushebeln.
Und Junge, hing ich da lange. Das Schlimme ist, davor hat ein anderes Kind so spaßesmäßig immer gesagt, Hilfe, Hilfe! Und die Horten und so, ja, ist okay. Und dann habe ich dann wirklich um Hilfe gerufen und die Horten haben einfach nichts gemacht, weil die dachten, ich verarsche die jetzt auch. Und ich dachte so, Alter, Schink da. Also ewig war es nicht, aber es kam mir sehr lange vor. So, hier guck mal, brauchst du das? Ah, ist das? Also so wie, ihr kennt diese Memes, wo irgendwelche Leute in den Mülleimer reingesetzt werden und noch so die, der Kopf und die Beine und so rausgucken und die Arme. So ungefähr war das bei mir, nur dass der Mülleimer halt das Netz auf dem Klettergerüst war. Nein, das ist überhaupt nicht, warum ich dich gebeten habe. Du bist total unzuverlässig, Jumei, danke. Du klingst aber ziemlich zufrieden. Hier ist deine Belohnung. Ah, danke nochmal, Jumei. Du kannst mir glauben, dass ich dich bestimmt nicht noch einmal um Hilfe bitten werde. Wow, das war unglaublich unspektakulär. Und da kommt jetzt noch was. Irgendwie war es ja heute komisch. Noch komischer? Ah, hallo Yumi. Hallo Evelyn. Deine Reaktion nach zu urteilen hast du wohl mit Bravour bestanden. Was? Was habe ich bestanden? Den Test. Sophie hat nämlich einen einzigartigen Trick. Hin und wieder teste ich Leute, ob sie sie auch wirklich verstehen. Ach so. Das steckt also hinter dieser komischen Anfrage. Tut mir leid, falls sie sich verärgert hat. Sie war mal so ein liebes Mädchen, wirklich. Ach, nein, ist ja schon in Ordnung. Sie ist prima. Ach, wie schön. Das freut mich. Ehrlich gesagt wusste ich schon, dass du zu nett bist, das zu sagen. Aber nur damit wir uns verstehen. Sowas mache ich nur für Leute, die ich wirklich für vielversprechend halte. Verstanden? Nicht wirklich, aber okay. Vielversprechend. Die große Schwester checkt mich ab. Oh, das war mein Knie. Vor Anfang abgeschlossen, alles klar. Oh, ein Onigiri. Oh, sogar drei Onigiris. Ich weiß schon, wer einen abkriegt. Weißt du, so ein Girl, was einen Crush auf mich hat, schenkt mir Onigiris. Und dann schenkt es erstmal einen anderen Girl, das einen Crush auf mich hat. Ja, das ist so Trust Room Factory Stuff. Hier, guck mal. Oh mein Gott, Onigiri für mich. Das mag ich wirklich. Warte, du liebst Sachen mit Reis, Colette. Ich bin jetzt extra deswegen zu dir gekommen. Excuse me. Anyway. Guck mal hier unten an die Tafel. Vielleicht können wir da noch was machen. Was Neues, Cooles. Fetziges. Einfache Anfrage, Monsteranfrage, Monsteranfrage, einfache Anfrage. Nee. Das sind nur so einfache Sachen, leider. Können wir aber auch annehmen, das ist okay. Aber wir haben jetzt noch hier die Special-Sachen hier oben. Davon nicht zu knapp. Schade. Das wird echt viel. Ist Chino überhaupt hier? Nein, das sieht nicht so Chino-tastisch aus. Aber hallo, Sakuya. Das war das fantastisch. Willkommen bei Sakuya Souvenirs. Ich wollte eigentlich gar nicht reden. Ich wollte gucken, was du so im Sortiment hast, meine Gute. Ich möchte gerne einkaufen. Hübscher Panzer. Magieabwehr plus 4. Chance. Erhöhte Verbesserung. Ich glaube, davon kaufe ich mal ein paar. Wobei, die könnte ich auch selbst besorgen. Egal. So. Ja, komm. Ich appreciate das jetzt auch ganz doll, dass ich das gekauft habe. Ist okay, danke schön. Cool. So, wo ist jetzt hier? Chino. Ach, da unten war es. Die chillt da ja immer noch. Chino, Chino, Chino. Aber Girl. Oh, das ist ein Korb. Ist ja süß. Da ist sie. Hi. Wie geht's dir, Yume? Hallo. Ach, Yume. Hast du meine Anfrage gesehen? Ja, hab ich. Du hattest Training erwähnt? Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir, aber wenn ich jemand mit Talent sehe, kann ich nicht anders, als demjenigen Tipps zu geben. Ich habe auch selbst schon mit vielen Leuten gekämpft, die besser waren als ich. Ehemalige Kollegen einer Frau, die von Klingen besessen war. Wow. Ach, entschuldige. Ich lasse mich wieder etwas gehen. Ich soll 9 Kobolde besiegen. Klar, das schaffe ich. Ich habe gehört, ja, windige Marschen. Dann gehen wir mal in den Ottwald, in den windigen Marschen. Mit dem Barschen. Ist das hier der Ottwald? Frag für einen Freund. Nee, das ist Privera. Was war nochmal der Ottwald? Ist das sowas wie Oswald? War das denn hier? Oh Gott, ich habe so niedrigen IQ in Ortsnamen merken. Was tut denn? Nee, du warst die Klippe, ne? Ne, du bist der Ottwald. Okay, nevermind. Los geht's! Geteilte Kräfte, los geht's, ne? Oh, da steht jemand. Und tot. Und tot. Oh, cool. So, ich habe gehört, hier gibt es Kobolde. Ne, du bist ein Goblin. Aber stimmt, stimmt, das tut gerne trotzdem mit. Da, da, da! Noch ein Goblin.
Es war doch Kobolde, die ich besiegen sollte, oder? Oh, so viele Goblins. Gobliner. Ja, da, ja. Die haben auch voll die coolen asiatischen Rüstungen an. Cool, cool. Oh, noch ein Onigiri. Nice. Na, hallo. Ihr seid auf jeden Fall. Was bist du? Du bist ein Kobold. Ein. Da fehlen aber noch ein paar. Der wird Chino mich nochmal mögen, Leute. Ich sag's euch. Da ist noch einer. Ich muss gucken, dass ich mich auch nicht vergifte. Das nervt so. Ihr trefft mich nie auf. Alte Bandage. Ja, easy peasy. Lemon squeezy. Okay, 5. Nur noch 4 übrig. Ich hab sogar ein Level-Up von dem bekommen, lol. Und Onigiris droppen sie auch sehr gerne anscheinend. Das ist anscheinend so der Number One Snack. Oh, ich habe, als ich auf der MMC in Berlin war, da war ich als Aussteller. Und dann ist ja oft so bei Conventions dann, also oft, es kommt manchmal vor, oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass dann so am Ende des Tages. Oh, habe ich alles jetzt? Ich glaube ja. Dass dann irgendwelche, die ganzen Händler, die Lebensmittel verkaufen und so die frische Sachen haben, dann rumgehen und die Sachen dann kostenlos an der Aussteller verteilen, ist es wegwerfen. Und da habe ich so ein Onigiri mit Kimchi bekommen. Und ich hatte erst so, mit Kimchi, aber war echt gut. Es war auch so schön scharf, so, es hatte was. So Kimchi-Onigiri, was mache ich eigentlich? Kimchi-Onigiri war schon gut. So, Chino, wissen wir jetzt eigentlich? Das war so schlimm. Das war so lustig, das war auf dem Japan-Markt, auch in Berlin. Da hatten die so kleine Käsekuchentörtchen oder so, übelst geil. Und dieser Rundgang, die ist, glaube ich, 3 oder 4 Mal mir vorbei. Ich habe die ersten 2, 3 Mal habe ich eins genommen und dann irgendwann war man aber auch gut. Ich hatte den Tag nicht wirklich gegessen gehabt und war sehr glücklich darüber, dass ich was bekomme. Aber dann irgendwann war das dann doch zu süß. Aber die waren echt gut. Ich glaube, die waren sogar auch auf der MMC in Berlin. Ach, ich muss dich nur ansehen. Gute Arbeit. Hier ist eine Belohnung. Was haben wir denn hier? Ein Platinarmreif. Toll. Was ich noch einmal in Anführungszeichen dreist fand, das war auf der hier Comic-Con in Dortmund. Da sind wir schon rumgegangen, am Ende des Tages, die wollten dann Baumkuchen verteilen. Ich so, ja, danke. Und die so, ja, das kostet aber 4 Euro. Und ich so, was? Ne, dann nehme ich den nicht. Dann hat die halt eben noch Restbestand und haben dann versucht, das noch an die Händler zu verkaufen. Und ich denke mir so, ja, okay, wenn ich Baumkuchen will, gehe ich irgendwo hin und kaufe mir Baumkuchen. Aber wenn ich einen angeboten bekomme als Geschenk, nehme ich ihn gerne, aber so. Das war schon ein bisschen, da war schon ein bisschen traurig. So, anyway. Okay, ich dachte schon, das hätte ich jetzt aufgehangen oder so. Interessant. So, Käsekuchen. Nein, wir nehmen. Ich möchte normalen Kuchen. Guck, ich kann jetzt hier wieder normalen Kuchen machen. Den ich habe. Erdbeeren. Kann ich ja Englisch auch der Mutter von Carina schenken. Oh, Hazel. Wie sie Hazel? Oh mein Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh mein Gott. I'm so sorry. Wie konnte ich ihren Namen vergessen? Wo ist sie überhaupt? I have no idea where she is. So, vor uns war sie, glaube ich, noch im Badehaus. Oh, hi. Hallo. Habe ich irgendwas für dich? Für ihn habe ich irgendwie nie was. Hier, guck mal, Liebestrank, weil wir so gute Buddies sind. Was, für mich? Irgendwie ein komisches, verpacktes Getränk. Was hat er? Scheiße, ich muss nochmal was schenken, damit ich lesen kann, was er sagt. So, was war jetzt? Wo ist sie? Naja, ja. Ich guck mal hier. Die muss auch irgendwo sein, lol. Eigentlich geht es ja darum, dass ich nochmal weiß, wie sie heißt, weil ich ihren Namen vergessen habe. Ich glaube aber, es war Hazel. Hazel? Ah, da ist sie. Da ist sie. Nein, Hazel! Oh nein, jetzt ist sie ins Badehaus gegangen. Genau jetzt. Ah, der muss halt bis morgen warten. Ich warte jetzt nicht, bis sie fertig gebadet hat, um ihr was zu schenken. Hat halt Pech gehabt. Let's tidy up. Oh je. Huh. Ich habe viel zu viele von diesen Blumen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wofür ich die eigentlich brauche. Yay! Ist okay. Zack.
So. Und weiter. Check. Nein! Und hier noch was? Okay, ein einziges Futter. Na, besser als nichts. Ist okay, ist okay. Und hier noch. Okay, dann sind wir jetzt ja auch schon wieder durch. Lul. Mal gucken, ob Hazel schon wach ist, damit ich ihr ein Stückchen Kuchen schenken kann, weil das liebt sie. Hoffe ich. Hoffe ich für sie. Hazel, bist du da? Ah, sie ist wach. Sehr gut. Hallo, Carina. Ich bin gerade vorhin ihr vorbeigerannt. Honestly. Danke. Freut mich, dass du weißt, was mir gefällt. Aber sie liebt es nicht, oder doch? Ach, ja, nee, Name war Hazel, ne? Ja. Ich bin da manchmal so ein bisschen paranoid und denke mir so, oh mein Gott, wer heißt sie nochmal? Hallo, Carina. Das wird das echt ätzend. Das glaube ich dir, Girl. Na, sie ist schon süß. So, okay, dann gucken wir mal, was wir heute für Anfragen annehmen können. Da. Colette, möchte nochmal. Marianne, Komplize. Oh, Marianne, geh weg. Wenn du Zeit hast, Carmen. Ich muss mit dir reden. Ah, ist bestimmt. Ah, okay, wenn ich weitermachen will, muss ich wahrscheinlich mit Wells reden. Okay, okay, komm mal vorbei, ja, und sag Sharon nichts. Okay, Monika, dann machen wir das mal. Monika! Ich soll Sharon nicht verraten, dass ich zu dir gehe, stimmt, Sharon? Wo ist sie da oben? Wahrscheinlich wieder was, irgendwas Albernes. Na komm, Monika, was möchtest du? Was hat denn so lange gedauert? Wenn du meine Anfrage schon liest, dann komm doch gleich her. Excuse me, hallo? Entschuldigung. Bah, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Alter, ich bin sofort zu dir gerannt. Was willst du eigentlich? Aber ich wollte dich jedenfalls etwas fragen. Klar, was ist denn? Also, ja, hast du, magst du meine Schwester? Bitte? Ich hab dich gefragt, ob du meine Schwester magst. Oh, ich muss es hoffentlich nicht nochmal sagen. Hoppla, wow, also wow, das ist eine komplizierte Frage. Du magst sie also nicht. Das habe ich schon nicht gesagt. Also, magst du sie schon? Also, jetzt entscheide dich doch mal und rede nicht nur so waschi-wischi-waschi. Du wirfst hier mit Anschuldigungen um dich. Es würde mich ein bisschen traurig machen, wenn du Sharon magst. Also so richtig. Was? Also ich... Monika, hör mir zu. Aber wenn du jemanden anderes als sie magst, würde mich das noch viel trauriger machen. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Ich weine überhaupt nicht. Sag mir die Wahrheit, Yumi, magst du meine Schwester so gar nicht? Ich verbringe gerne Zeit mit ihr und finde sie eine richtig nette Person. Ich weiß noch nicht genau, ob du das mit mögen gemeint hast. Dann komm nicht zu mir und heul, wenn jemand anderes sie dir wegschnappt, während du hier rumstehst und also weiß nicht sagst. Du bist geil. Aha, Kindermund. Weiß nicht. Das finde ich ganz lustig, was ich sollte. Okay. Aber wenn Trevor dich doch nicht mag, dann habe keine Angst. Wenn ich einmal groß bin, kannst du ja mich heiraten. Das ist lieb von dir, Monika. Auch wenn das nie passieren wird. Schon gut. Wieso nicht? So ein paar Jahren? Junge. Die Arme. So, das war jetzt hier die Anfrage. Der kurze Gossip war jetzt hier die Anfrage, ob ich jetzt hier Sharon mag. Lass mich raten, ich kann nichts mehr annehmen. Einladung zum Abendessen. Ich will eigentlich dann nicht hingehen, weil deine komische Enkelin da ist. Anfrage an den Stadthelfer 2. Geht aber nicht. No! Warum? Oh, ich lecke. Jetzt geht's wieder. So, wozu brauche ich jetzt eigentlich aber diese ganzen Blumen, die ich jetzt hier gepflanzt habe? Ich habe wieder keine Ahnung, was mein Vergangenheitsrichter getan hat. So, für was brauche ich denn die jetzt hier? Ein Kurschkapital Gummi machen. Yay! Ah, da. Erkältungsmedizin. Wow! Also das ist ja super. Ich glaube, das wird so nichts. Ich kann ja rumlaufen und die einfach mal random verschenken und hoffen, dass Leute gerne Blumen mögen. Oder Erkältungsmedizin, I don't know. Habe ich was davon irgendwie gerade dabei? Ja, hier habe ich ein paar. Ich kann ja mal random Leuten das schenken und mal gucken, wie sie drauf reagieren. So, was geht? Guck mal, Monika, ich hab was für dich. Oh, wie hübsch, danke.
Guck mal, Scherwasch, aber was für dich. Oh, danke. Natürlich im Blumenladen Blumen zu verschenken. Ist, glaube ich, auch safe. Ich dachte, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Hallo, Raven. Oh, für mich? Danke. Ja, ja, Spielkraut und Mondtaublumen. Immer die Leute mit ihren Ansprüchen. Hi. Danke, freut mich. Ja, immerhin freut er sich. Er kriegt immer so ein bisschen die Reste ab, so wisst ihr. Er kriegt nie das, was er will, der Arme. Ey. Ah, für mich, wie aufmerksam. Bunte Gräser. Dann pflücke dir selbst bunte Gräser. Ah, hallo, Marianne. Ja, steh weg von dir. So eine dermaßen Antipathie. Hi, magst du Blumen? Oh, danke. Wie gedankenlos von dir. Ist irgendjemand hier? Nee, ich bin allein. Na gut. I'm all alone. Sonst irgendwer? Irgendwas? Irgendwer? Nö. Pia, magst du Blumen? Danke, das freut mich. Nein, ich wollte dir nur was Gutes tun. Ein Geschenk für mich, da freut man sich. Orange Apfel, Weintrauben, Tintenfisch. Naja, ich weiß, du magst Tintenfisch und so. Hi, guck mal hier, magst du... Du magst doch bestimmt Blumen. Warum wollen die einfach... Okay. Also, wer hat jetzt hier Geburtstag gehabt? Pia oder... Alle reden hier von Geburtstagen. Ich bin gerade voll verwirrt. Wer hat denn heute? Sherman. Okay, cool. Sherman hat auf jeden Fall ein Geschenk von mir bekommen. Es war vielleicht nicht das Optimum, aber besser als nichts, denke ich. Wie sieht es denn generell so aus? Ja, genau. Behalte das bitte einfach mal. So. Falsche Taste hier. Oh, Marianne, habe ich erst 7 Punkte, aber ich habe auch keinen Bock, bei der mehr Punkte zu haben, weil die so komisch ist. Oh, bei Daria, da muss ich mich aber auch noch ans Zeug legen, ne? Also, Daria und ich sind auch nicht gerade wirklich Best Buddies. Die sitzt aber in ihrem Kapuff da unten und macht irgendwelche Kunstsachen. Schlimm sowas. Nee. Hier. Nein. So. Doch. Was mag sie denn? Bestimmt Kräuter oder sowas. Ich springe jetzt trotzdem Blumen. Nee, Blumen gibt's nicht hier. Blumen gibt's hier. Daria, du kriegst jetzt irgendwas. Ja, wie diese wunderschöne Feuerblume. Los geht's. Okay, let's go. Darinchen, ich hoffe, du bist zu Hause. Ich hoffe es wirklich. Girl. Da ist sie. Hello. Hier kriegst du eine Blume. Girls mögen Blumen. Danke. Marmelade. Das ist schön Marmelade. Das sieht echt cool aus, die Sachen. Diesmal ist so schön bunt. Das gefällt mir. Das macht mich happy. Anyway, gut. Dann bedanke ich mich aber auch an dieser Stelle schon bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play der Rune Factory 3. Bye.